Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ey Wolf. Mit dabei Tamira Noyer. Hallo. Und ich bin wieder der Medic und Tammy ist wieder Supporter. Und leider ist das Monster schon wieder ein NPC. Wir haben heute kein Glück. Man kann es aber auch so oder so sehen, oder? Ich wollte gerade sagen, also eigentlich haben wir richtig sind Schwein. NPCs ja, sind NPCs ja leichter, so kriegen wir eine höhere Siegesfolge. Yay! Jetzt könnt ihr mal gucken. 2 Matches in Folge gewonnen. Krass. Und wir haben auch Leute dabei, die jetzt 9 Runden in Folge gewonnen haben. Und dann gibt's natürlich auch die Leute, die irgendwie 39 Runden in Folge gewonnen haben. Ja, die gibt's auch irgendwo. Ja. Sind ein bisschen gruselig. Ja, die denn das Monster spielen, da geht man dann meistens aus der Gruppe. Oder wird er in den ersten 5 Minuten einfach so sehr zerfetzt, dass ja, das Monster gewinnt. Dass man dann in der Ecke sitzt und heult. Die sind alle so gemein zu mir. Genau. So, wir hopsen gleich wieder ins Verderben. Wir können schon mal gucken, ob hier irgendwo Spuren vom Monster zu finden sind. Ja, da drüben. Und der Gegner ist schon wieder der Geist. Hey, Daisy. Wir haben jetzt zum Beispiel einen Trapper dabei, der ein Tier dabei hat, die Daisy. Und normalerweise ist es so, dass man ihr folgt. Sie ist wirklich sehr schnell und sie geht direkt zum Gegner. Sie geht nicht außen rum und lässt sich nicht verarschen. Aber wir haben ihn schon so gefunden. Weil die Besitzerin, die Maggie, glaube ich, heißt, wenn ich gerade richtig bin, oh, hallo. Schon geübt ist. Ja, 9 Runden in Folge und die hatte Fahren bis zum Abwinken, also Level, was weiß ich, 23. Deswegen denke ich, die ist nicht schlecht. Also, ja. Die hat ein bisschen Erfahrung mit der Maggie. Juhu! Ich habe eigentlich auch Erfahrung, auch wenn es gerade nicht so aussieht. Aber ich will halt auch ein bisschen mitkämpfen. Ich weiß, als Medizinmann soll man sich eher im Hintergrund halten. Aber wenn es ein NPC ist, dann genau, geht es. Genau. Ansonsten stehe ich auch in der Ecke und versuche wirklich wie ein Scharfschütze mich zu verstecken, in der Pflanze zu stehen. Und die können auch mit uns quatschen. Man kann auf Viereck, nee, auf was? Ich habe keine Ahnung. Man kann im Game quatschen. Ich weiß nicht genau, auf hier, wenn du eine Schlüssel schmeißt. Wenn du den Schlüssel schmeißt, kann ich dich heilen. Ansonsten kann ich dich nicht heilen. Ich hab gerade den Schlüssel schon geschmissen, tut mir leid. Also sucht jetzt bitte alle auf eurer Tastatur das Viereck. Ja, ist tut mir leid. Ich war gerade beim Controller. Nee, ich weiß nicht, wie man im Game sprechen kann. Ich weiß nicht, wie man schreiben kann. So, ich habe hier meinen Heilskill. So. Also. Ich habe sie wiederbelebt. Wenn Leute tot sind, dann kriegen die an ihren Namen ein weißes Viereck. Und wenn sie 2 Stück haben und dann vom Monster getroffen werden, sind sie instant tot. Dann kannst du halt nicht mehr wiederbeleben. Ansonsten hocken sie auf dem Boden und jammern und warten, dass jemand sie rettet. Und ich habe halt, wie gesagt, die Fähigkeit, dass ich sie heilen kann, ohne dass dieses Viereck kommt. Ja, guck mal da. Vielleicht kriegen wir ihn noch. Mist. Das Schutzschild. Ja, kein Mensch macht das, was der gerade gemacht hat. Was hat er gemacht? Die Illusion nach hinten geschickt? Nee, er kam nochmal kurz runtergesprungen. Also er ist immer noch hier in der Nähe. Es ist immer noch so nah dran. Eigentlich wären die normalen Spieler schon an das andere Ende der Karte geflüchtet. Weil die Monster extrem schnell sind. Aber der ist ganz gemütlich und keine Ahnung. Denkt, er ist jetzt beim Shoppen oder so. Ach, guck mal, das Blümchen. Ach, das Bäumchen, das ist aber auch schön. Also wie gesagt, die Illusion ist manchmal echt fies. So, er hat nur noch 2 Balken, dann haben wir es geschafft. Ja,
Ja, die Kuppel ist weg. Ja, manchmal finde ich, geht die auch zu schnell weg. Ja. Und der Assault hätte mehr Schaden drücken können. Mir ist aber auch schon was echt Blödes mit der Kuppel passiert, denn man kann die auch wieder abbauen. Wenn man nochmal F drückt. Ach so, das ist mir noch nicht passiert. Ja, und verpeilt hat, dass die Kuppel schon steht, dann kann man die auch wieder abbauen. Ja. Ach so, cool. Kommt dann auch der Cooldown, oder? Ja. Dann okay. Dauert es auch wieder, bis man die werfen kann. Dann sind andere Spieler nicht ganz so erfreut. Nee. In der Zeit sollte man halt wirklich, wenn es geht, mindestens einmal das Schutzschild runterkloppen und halt ein bisschen Schaden drücken, weil in der zweiten Phase, beziehungsweise in der dritten Phase, ist das Monster so gut wie nicht mehr aufzuhalten. Hallo! Ich weiß nicht. Also wie gesagt, ich spiele normalerweise nicht so, aber ich will ihn jetzt einfach nur schnell tot kriegen und dann ist gut. Noch 8 Sekunden. Er darf jetzt nicht abhauen. 1 Sekunde, wer fängt's? Oh, Mist, ich hab auch F gedrückt. So, das war die Illusion, aber der Typ hängt auch hier. Wo ist er jetzt schon wieder? Da vorne, da oben, er brennt. Wir haben ihn gleich. Niemand würde ihm hinterherlaufen, aber ja, wie gesagt. Also der Assault trifft auch nichts, oder? Wie hatten der Neumann in Folge bitte gewonnen? Ja. Ist ja nicht normal. Vielleicht hat er nur gegen NPCs gespielt. Wenn der hier immer um den Berg rum tanzt, ist es irgendwie gerade ein bisschen nervig. Das ist das Illusion, greift mal den richtigen an, bitte. Ich weiß nicht, wo er hin ist. Ach da. So, komm, er hat nur noch ein bisschen. Treff ihn noch einmal. Ja, komm schon. Also, geht doch. Perfekt. Super, ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschüssi. Ich spiele Jack. Jack, was hast du mit Emmett angestellt? Oh, ich habe ihm den Kern einer der Ripper. Drohne der Sollwache verpasst. Der Einsatz kam jetzt ein bisschen spät, aber ich habe gebraucht, bis mir das endlich mal aufgefallen ist. Ja, ja, deswegen hat er doch auch so eine Stimme und verstellt die immer. Ja, ich hab ja keinen Ton. Ach so, Entschuldigung.